Johannes schaut sich gerade die Internetseite der Polizei an und dort sind Bilder von Verbrechern zu sehen. Aber es sind keine Fotos, sondern Phantombilder. Johannes würde total gern wissen, wieso ein Phantombild entsteht, aber dafür braucht er Hilfe. Und zwar von Charlotte. Charlotte hat Johannes noch nie gesehen, aber das wird sich gleich ändern. Sie tippt noch was in ihr Telefon, legt es in ihre Tasche und genau die schnappt sich Johannes. Genau so könnte ein Dieb in echt eine Tasche klauen. Aber das will Johannes natürlich nicht. Aber er will auch nicht von Charlotte gesehen werden und deshalb zieht er sich eine Papiertüte mit Löchern zum Gucken und zum Atmen über. Jetzt kriegt Charlotte erstmal ihre Tasche zurück. Was aber, wenn das ein echter Diebstahl gewesen wäre? Könnte Charlotte dann der Polizei den Täter beschreiben? Und genau dafür haben wir einen echten Polizisten eingeladen, nämlich den Phantombildzeichner Herrn Scherle. Er schickt Johannes erstmal Pause machen. Also, die nächsten anderthalb Stunden werden für Johannes ziemlich langweilig. Nicht aber für Charlotte. Die hat sich mit Herrn Scherle ins Wohnzimmer gesetzt und dort erklärte ihr, was er Besonderes mitgebracht hat. Schau mal, da hast du einen Bildschirm, da kannst du genau beobachten, was ich mache. Das ist mein Stift und das ist mein Zeichenblock. Mhm. Und damit arbeite ich. Ne? Lehn dich mal völlig entspannt zurück, genau. Schließ deine Augen und versuch dich nochmal an das zu erinnern, was dir passiert ist. Also, wie war das? Charlotte saß auf der Bank. Das Telefon tat sie in ihre Tasche. Dann kam Johannes und schnappte sich die Tasche. Das ging alles ganz schön schnell. Charlotte hat Johannes nur einen ganz kurzen Augenblick gesehen. Wie soll sie ihn jetzt am besten beschreiben? Herr Scherle und Charlotte beginnen bei der Kopfform. Und du kannst genau beobachten, was ich mache. Zuerst zeichnet Herr Scherle Wangen und Kinn. So sieht man ja noch nicht viel. Ja. Kannst du dich noch an seine Haare erinnern? Hatte er einen Scheitel, weißt du das? Mal nachdenken. Also da bin ich mir nicht so sicher. Okay. Weißt du noch, ob die Haare in die Stirn gefallen sind oder ob die Stirn, die hier oben frei war? Also war hier ein bisschen vielleicht. Bisschen, okay. So wie ich es jetzt gemacht habe oder müsste ich noch mehr in die Stirn machen? Ja, so ist besser. Kannst du mir was zu seinen Augen sagen? Hat er dich ganz groß angeguckt oder so verkniffen? Also so ein bisschen größere Augen. Bisschen größer. Ich mache jetzt nur mal so die Form, ne? Also hier unten waren die schon ein bisschen größer. Nach und nach tasten sich Herr Scherle und Charlotte an das Gesicht von Johannes ran. So besser oder noch mehr? So ist es schon besser. Okay, dann mache ich das jetzt mal mit dem anderen Auge auch. Mhm. Kannst du mir sowas zu seiner Nase sagen? Die war nicht so dick und die war auch nicht so dünn, sondern war eigentlich so normal. Normal. Ja. So, jetzt kommt der Mund. Ich habe jetzt mal so einen Mund hingezeichnet. Vielleicht kannst du mir sagen. Also ich glaube, der hatte den hier schon so ein bisschen breiter. Breiter, okay. Ist das so besser oder schlechter? Also ich glaube, unten, da war die Lippe noch ein bisschen dünner. So ist gut. Ja, gut. Ja, aber irgendwas gefällt Charlotte immer noch nicht. Deshalb verformt Herr Scherle die Kopfform noch etwas. Die Höhe ist ja sehr voll, die Frisur, ne? Das sieht dem Dieb schon immer ähnlicher. Aber richtig fertig sind die beiden immer noch nicht. Herr Scherle zeigt Charlotte noch eine ganze Menge Bilder. Bis Charlotte sagt, oh, stopp! Diese Augen hier, die sind ganz ähnlich wie die Augen von Johannes. Und dann werden diese Augen in das Bild von Johannes reinkopiert. Genau das Gleiche passiert auch mit dem Mund. Und auch mit der Nase. Und dann ruckelt Herr Scherle alles so lange zurecht, bis Charlotte zufrieden ist. Ja, damit du nochmal siehst, wie es ursprünglich aussah. Ne? Das war das ursprüngliche Bild, die reine Zeichnung. Mhm. Und dann haben wir ja die Augen, die Nase, den Mund verändert. Jetzt hat es schon mehr Ähnlichkeit mit ihm als auf der Zeichnung. Ja? Ja. Okay. Was meinst du, müsste man noch ändern? Also man müsste ihn, glaube ich, noch ein bisschen älter machen, weil okay. Er sieht noch eigentlich schon zu jung aus. Ja. Ja, okay. Und deshalb bekommt das Phantombild von Johannes noch ein paar Augenringe und ganz leichte Bartstoppeln.
Ja, so ist besser. Mhm. Ja, alles gut. Alles gut? Wow. Ganz sicher. Charlotte überlegt nochmal. So sah der Dieb aus. Jetzt ist sie sich sicher. Ja, das passt schon. Gib mir 5. Charlotte hat Johannes nur ganz kurz gesehen, aber reicht das wirklich aus, um ein ordentliches Phantombild zu erstellen? Willst du vergleichen? Ja. Die Tüte wird abgezogen. Das bin also ich. Das ist Johannes Phantombild. Und das ist Johannes in echt. Ja, so ungefähr. Gar nicht schlecht. Aber ich glaube, ich muss zum Friseur gehen. Nö, aber das ist doch schon okay. Aber irgendwas ist mit dem Kinn anders, oder? Ja, von da, wo Charlotte saß, da sah Johannes Kinn so aus. Passt ganz gut zum Phantombild. Aber nicht unbedingt zum echten Kinn von Johannes. Das sieht normalerweise etwas breiter aus. Aber, also ich glaube, wenn ich jetzt wirklich Taschendieb wäre und es gäbe so ein Phantombild, müsste ich mich schon warm anziehen. Da könnte man mich erkennen. Also Charlotte, riesen Respekt. Das hast du richtig gut gemacht. Und vielen, vielen Dank, dass du das Experiment mitgemacht hast. Dankeschön. Danke, Scherle. Ich bedanke mich auch. Wichtig ist natürlich noch, ein Phantombild muss nicht immer super ähnlich sein. Aber wenn es genug Ähnlichkeiten hat, dann kann man so vielleicht einen Bösewicht fangen. Oder eben Johannes.